Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück in Mordheim City of the Damned. Tja, nach wie vor mit den Schnüppelinchen von Sigmar. Wir haben jetzt noch eine Verletzte, das heißt, die müssen wir eigentlich ganz, ganz kurz mal rauspacken. Aber wir haben dafür stattdessen jetzt eine neue Heldenart zur Auswahl. Und das ist... Was bist denn du? Eine Purifikatorin. Also eine Reinigerin oder sowas. Ja, das ist eine Putze. Purification, also Englisch oder Purificare, wahrscheinlich im Lateinischen, nehme ich mal an, ist bedeutet im Grunde so etwas, also ich kann kein Latein, aber ich leite es mir sozusagen selber geistig her. Ha, ich bin so fragwürdig. Wahrscheinlich ist es völlig falsch, egal, aber Purification ist ja die Reinigung im Englischen. Und dann gehe ich mal davon aus, dass eine Purifikatorin sowas wie eine Reinigungskraft ist. Also das ist jetzt die Sigmarin, das ist eine Putzfrau. Oh Gott, ich weiß schon, wie ich sie nennen werde, wenn wir sie kaufen. Sie ist auf jeden Fall gekauft. So, genau. Wir nennen sie jetzt, das ist die putzige Hilde. Wobei, eigentlich muss sie einen anderen Namen bekommen, einen richtig blöden Namen. Muss ich kurz mal nachdenken. Genau, Nachnamen, nachdenken. Sekunde. So, und damit heißt sie ab jetzt putzige Rolandine. Ja, das ist einfach so. Die finden alle putzig. Die hat man auch schon in der Ausbildung nie so wirklich ernst genommen. Deswegen ist sie einfach Purifikatorin geworden. Das ist eine ganz, ganz klassische Karriere. Ich habe keine Ahnung von Schwestern des Sigmar. Man mag es vielleicht. Ja, wir gucken uns gleich mal an, was die hier hat. Die kann auf jeden Fall auch zaubern, so wie es aussieht. Und sie... Ah, die ist diejenige, die den Komet des Sigmar kann. Hat eine Reichweite von 15 Metern, kosten zweimal, Offensivpunkte, 12 bis 17 Schaden, ist jetzt so geil nicht. Ich finde auch insgesamt nach wie vor die Zauber nicht so geil. Ich meine, sie können schon sehr, sehr nützlich sein, insbesondere wenn man irgendjemanden noch nicht erreichen kann, aber es ist einfach viel zu selten, dass sie was bringen. So, dann Fertigkeiten. Hat sie erschütternder Ansturm. Nach einem erfolgreichen Sturmangriff werden Parieren und Ausweichhaltung des Ziels abgebrochen. Oh, oh, oh. Das ist heftig. Das ist echt böse. So, die fängt an hier mit zwei Flegeln. Angriffe ignorieren 6% Rüstungsabsorption. Ja, die kommt da einfach mal so durch. Hat einen Bonus auf... wie heißt's? Initiative, sogar ganz ordentlich. Ich möchte allerdings, dass sie vielleicht hier sowas noch hat. Weil dann hat sie nämlich, ihr seht, einfach nochmal so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wobei das bringt eigentlich gar nichts. Ja, die Trefferchance, nee. Ich glaube, ich bleibe dann doch beim Flegel. Wir bleiben beim Flegel. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ist auf jeden Fall spannend. Haben wir jetzt hier mal die Möglichkeit, nochmal eine Rüstung irgendwie anzulegen? Ich möchte eigentlich, dass die eher noch eine Rüstung trägt, als irgendwie so eine normale Dame hier. Das heißt, du trägst jetzt hier wieder Stoff. Siehst auch viel attraktiver dadurch aus. Das wird dir bestimmt auf lange Sicht gefallen. Wo ist denn jetzt die Dame? Da ist sie. Leichte Rüstung. Zack. Sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß auch nicht. Moment, oh, mir fällt gerade eben ein, wir haben ja noch zwei Damen, die noch gar nicht unserem Farbschema entsprechen. Ich mach das mal schnell. So, und damit, ja, also ich habe sie so weit angepasst, wie es irgendwie möglich war. Die hat halt dann doch irgendwie so ein bisschen zu den Hang zum eher dunkleren. Das Einzige, was man vielleicht machen könnte, wäre vielleicht noch... Ihr seht ja, hier gibt es gerade mal zwei Auswahlen. Ja, wir könnten das hier vielleicht machen. Da gibt es auch nur einen Stil... Das sieht aber dann irgendwie alles ziemlich blöd aus, finde ich persönlich. Deswegen möchte ich... Ja, mache ich es lieber hier in so einem Ding. Dann sieht das hier wenigstens aus wie eine einzige Rüstung, ne? Das sieht dann einfach ein bisschen hübsch aus. Dann hat sie halt das weiße Zeug drunter. Okay, wir haben jetzt in dem Fall jetzt dann tatsächlich mit ja, drei Helden und zwei normalen Damen. Die anderen beiden, die erholen sich gerade eben noch im Wellness- und Spa-Bereich. Und wir gehen einfach jetzt mal in die Kampagne hinein. Oh Gott, tödlich. Nicht so schön. Oh je. Wir müssen mal Geld ausgeben, um was Neues zu finden. Schwer, gering, hoch. Eieieiei. Nee, ich gebe nochmal Geld aus. Schwer.
Eieieiei. Das ist heftig. Ja, dann probieren wir mal das hier. Ein Spaziergang im Nebel. Was soll's? Was soll schon schief gehen? Ja, so ziemlich alles. Und es geht mal wieder um das gegnerische Götterbild, das wir optional uns holen sollten. Ja, hängt natürlich massiv von der Karte ab, ob das überhaupt möglich ist, ne? Und wir sind jetzt mit den Sigmas Schwestern jetzt nicht so schnell. So, schauen wir erstmal. Ist das jetzt. Oh. Oh, hier ist jetzt wieder alles total konzentriert. Krass. Was sind hier die Spawnpunkte? Wir könnten jetzt. Eigentlich sind wir hier fast schneller dran, ne? Wo sind denn die Gegner, die hier spawnen? Die Gegner spawnen hier, da will ich doch nicht hier sein. Bin ich bescheuert? Also ich bin bescheuert, aber nicht so bescheuert. Genau, wir gehen nämlich jetzt hier hin. Können wir da durch? Irgendwie schon. Ich bin Optimist. Ich bin Optimist, dass wir da irgendwie durch können. So. Einfach hier so in einer Reihe aufstellen. Hä? Ah ja, genau, so. So. Und, oh, es ist tatsächlich eine andere Sigmars-Schwestern-Vereinigung. Warum sind die immer schneller als meine? Ich fühle mich gedisst. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass jetzt die Dame kommt, die also sozusagen blind ist und Glatze hat und so weiter und so fort. Aber so kann man sich irren. Diese Purifikatorin ist eine, die ich sag jetzt mal. Mir nicht so geläufig ist. War mir bisher bei den Sigmas-Schwestern noch nicht so aufgefallen. Dieses Zeichen kenne ich zwar. Hat die irgendwie. Wo sind wir jetzt eigentlich hier? Da sind wir. Da durchlaufen ist auch wieder so halb spaßig. So. Wir wollen natürlich zu diesem lustigen Partyort, der da drüben ist. Aber ich glaube, ich mache. Boah, Scheibenkleister. Okay, so viel dazu. Ich wollte da eigentlich eher so durchlaufen, ne? So mit Abkürzung und so weiter. Da sieht man mal wieder, was man von Abkürzungen hat. Ich würde schon mal. Oh, da drüben sieht man sie. Oh, da, die liegen da alle rum, die Leckerchen. Wer zuerst da ist, bekommt sie alle. Das im Götterbild wird eher unwahrscheinlich, dass wir das hinbekommen. Glaube ich einfach nicht dran. Ich gehe auf jeden Fall konzentriert mit den Ladies hier. So. Aufteilung ist des Teufels. Das führt nur zu Chaos und wir mögen kein Chaos, wir mögen Ordnung. Die dicke Knutilla, die hat's. Nein, was machst du denn? Du sollst doch jetzt kein Zauber wirken. Naja, hat immerhin geklappt. Siggis Macht ist mit uns. So, da ist sie auch schon. Die gute Othwaldine. Gut, dann haben wir sie nicht wirklich alle beieinander. Ja, stell dich dahin. Sieht schon geil aus, so diese Front von Sigmars Schwestern, ne? Mit ihrem unschuldigen weißen Gewand, das sie tragen. So unschuldig sie halt sein können. Ich finde es ja auch schade, dass die epischen Rüstungen, also blau und lila und so weiter und so fort, dass die in dem Spiel hier nicht noch irgendwie A extra new aussehen round has bekommen. started. Das wäre ziemlich geil. Ja, jetzt wird unsere Putzige, die wird jetzt gleich Probleme bekommen, da durchzukommen. Die Rolandine. Das sind auch so Namen, ne? Also ich mache das ja absichtlich so. Ich suche mir absichtlich Na Männernamen raus, die
nicht als Frauennamen existieren, weil so ziemlich jeder andere Männername bzw. Name existiert in einer männlichen und weiblichen Variante. Daniel, Daniela, Michael, Michaela. Nur manche nicht. Und das finde ich immer wieder witzig, wenn ich ehrlich bin. So, du nimmst jetzt das da. Und den nimmst du auch noch. Das könnte jetzt momentan die Mission sein, mit der wir uns jetzt richtig bereichern können. Theoretisch. Wir können leider keine... Ah, wir können allerdings nochmal eine Wahrnehmung machen. Scheint gescheitert zu sein. Ja, ist gescheitert. Okay. So, kannst du jetzt auch noch gleich was aufnehmen? Das wäre voll knorke. Also kannst du nur das aufheben, das ist doch Blödsinn. Also, die großen wollen wir natürlich gleich haben. Die kleinen, die können bleiben, wo der Pfeffer wächst. Das ist interessant, dass ich nicht mal in den Bereich von der reingreifen kann. Das ist schon schräg. So, Überfallhaltung. Es ist wieder eine von denen dran. Also wenn die jetzt nicht gleich hierher kommen und wir die Gelegenheit bekommen, jetzt hier weiter einzusammeln, dann renne ich zurück und sammle ein, also lager ein, was das Zeug hält. Ah, okay, hier kann ich doch noch was nehmen. Nehme ich auch die Kleinen aus Verzweiflung. Weil ich nirgendwo mehr hinkomme. So. Die stehen sich nachher natürlich alle wunderbar im Weg rum. So, du jetzt natürlich auch. Madame Panzerschrank. Ich habe noch keinen Gegner gefunden. Nein, das macht mir Sorgen. Halt, Moment, wir könnten da hingehen. Und einmal Sigis Macht wirken. Nur für den Fall. Ups. Fluch unwürdig gewirkt. Ach du Kacke. Gut, wir zaubern jetzt demnächst nicht mehr. Hä? Eine unsichtbare Wand. Wie geil ist das denn? Also nicht so geil, wie ich jetzt gerade getan habe. Sehr gut. Dann können wir die drei nämlich auch gleich einsammeln. Das ist so viel Moorstein. Wenn wir den tatsächlich jetzt hier alles rauskriegen, dann sind es 50 Moorstein oder so. Das wäre alles in einer Mission. Ja, theoretisch. Wir dürfen nicht vergessen, der Gegner ist uns leveltechnisch überlegen. Was die Sache natürlich ein bisschen unentspannt macht. Oh, den Morstein kann ich sogar noch einsammeln. Cool. Alles her damit. Alles meins. So. Jetzt stehen wir hier natürlich voll auf dem Serviertablett, ne? Wenn sie jetzt kommen, haben wir ein Problem. Kommen wir nicht mehr weg. Können wir auch nichts mehr einsammeln. Obwohl da noch 5, 6, 7, 8, 19, 11 Moorsteine rumliegen. Und die Kapazitäten noch nicht vollständig erschöpft sind. Die Frage ist halt, wo sind die Ladies has started. Also die anderen Ladies. Wo seid ihr? Zeigt euch ja nicht. Ich will euch noch gar nicht finden. Echt nicht. Nee, nee. Muss nicht sein. Oh, jetzt sind sie nah. Wenn wir sie schon hören, sind sie nah. Okay. Wir sammeln hier nochmal einen Moorstein ein. Und dann heißt es laufen.
Du läufst jetzt, was das Zeug hält. Immer noch niemand gesehen. Das ist echt eine unsichtbare Wand. So, Überfallhaltung. So, hast du noch Platz? Du hast noch ein bisschen Platz, ja. Einen hast du noch. Jo, 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 jo. Nein, das ist nicht der, den ich will. Das ist nicht der, den ich will. Das ist nicht der, den ich will. Das ist der, den ich will. Der ist nämlich viel leckerer. Boah, die trägt 25 Mausteine. Die muss auf jeden Fall ankommen. Inventar ist voll. Ja, 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 schon klar. So. Ich weiß gar nicht, ob ich mich da jetzt um die Ecke trauen soll. Nee, nee, wir sammeln die Damen jetzt erstmal hier so ein bisschen. Schön versteckt halten. Da kommt die erste. Warum klettert die jetzt da hoch? Ist die Scheps? Ja, die sind ja drauf, ey. Hast du noch Platz? Einen, ja. So, komm, sammel den ein. Ist das lustig, dass man sich so ein bisschen bewegen kann, ohne dass es eine Bewegung kostet. Finde ich aber ganz gut. Öffnet ein paar taktische Möglichkeiten. So. Ach, hier ist schon wieder der Quatsch, ey. So. Überfallhaltung. Ja, und jetzt fängt der Spaß erst so richtig an hier, den letzten, die wir noch einsammeln könnten. Das will ich auch haben. Ich will wirklich alle mitnehmen. Auch wenn es gerade zu arrogant wirkt. Aber hey, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Gut, wer zu viel wagt, der gewinnt auch manchmal nicht. Deswegen, wer zu viel wagt, aber das ist egal, ist in dem Augenblick. So. Ihr Problem ist, dass sie Schwierigkeiten haben wird, wegzulaufen, weil sie so langsam ist. Wir haben tatsächlich allen Moorstein eingesammelt, der auf der Karte rumliegt. Sauber. Ja, sie hat Schwierigkeiten. Nein, jetzt lass doch mal diesen Blödsinn sein, er immer dieses was macht. Und du läufst natürlich auch weg. Denn du bist auch vollgeladen wie so ein Bagger. Auf Crack. So. Zwei laufen noch rum. Die Frage ist, wie nah sind sie dran an uns? Verdammt gute Frage. Sie haben uns jetzt natürlich auch wieder aus den Augen verloren. Also, sie wissen natürlich die alte Position. Ich gehe mal davon aus, dass die KI sich die alte Position merkt. Und dann erstmal jemanden wahrscheinlich dahin schickt, um zu gucken, ist da noch wer. A new round has started. Das wäre zumindest logisch. Wissen tun wir es nicht. Oh, die sind direkt hier um die Ecke. Die sind direkt hier um die Ecke. Das ist jetzt unangenehm. Wir müssen sie jetzt hier bekämpfen. Ja, die sind so nah. Das ist geradezu schon ekelhaft, wie nah die sind. Ich würde gern... Ja, da ist die erste. Da ist die zweite. Wie nah ist unser Wagen? Gefühlt ewig weit weg. Kommen wir da hin? Theoretisch ja. Guck ich erstmal, dass ich das Zeug loswerde. Dann kämpfen wir halt an unserem Wagen.
auch besser als nix, ne? Stell dich lieber dahin. Das ist die, die so wichtig ist. So. Gegenseitige Absicherung und so. Das Gute ist, wenn wir die jetzt alle gleich so beieinander haben. Wir könnten sie sogar da oben dann noch kämpfen lassen, auf diesem Aufstieg. Ja, momentan sehe ich da noch nicht die besten Möglichkeiten. Das ist alles eher so okay statt geil. So, du jetzt gehst hier noch hin. Oh, guck mal, wer da rumsteht. Das ist unangenehm. Ach, jetzt lass die doch hier durch. Ja, das ist jetzt natürlich schlecht. Nein, ich will nicht, Sigmas macht. Ich will eine Überfallhaltung. Die werden auf jeden Fall an sie rankommen. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich will die Sachen abliefern, bevor hier irgendwie noch was anderes schief geht. So. Das können wir nämlich in der nächsten Runde schaffen. Die laufen jetzt hier rum, machen Quatsch. Kommen wahrscheinlich jetzt sogar an sie ran. Da kommt eine. Eieieiei. Ah, was für ein Treffer, ey. Wir verfehlen natürlich gleich, ist klar. Was? Warum macht die einen Kometen? Ist die deppert? Was ist denn mit dem Ritter los? A new round has started. Sieht ganz komisch aus. Oh je, oh je, oh je. Das sind die Sigi-Schwestern, die uns taktisch überlegen sind. Die haben zwar weniger Moral, aber das ist ja in dem Spiel leider völlig egal. Weil es ja mehr von der Anzahl der Spieler abhängig ist und nur dann im sekundären Faktor zum anderen Ding. Oh Gott, die steht aber jetzt extrem fies. Die steht da jetzt extrem fies. Du hast ja schon ausgeladen. Du kannst also jetzt hier mal Hässlichkeiten verteilen gehen. So. Sehr gut. Die Lieselotte Ferring. Ach komm, ey. Verfehlt doch jetzt nicht am laufenden Band. Das ist wichtig, dass ihr jetzt hier mal trefft. Blöd. Aber geht nicht anders. So. Kommst du jetzt noch irgendwo hin, wo du nützlich bist? Das ist jetzt die wichtige Frage. Nee. Ja, dann kannst du sie auch triggern. Dann kannst du sie auch triggern. Die kommt ja sowieso. So, zack. Das Gemeine ist, sie darf halt gleich nochmal zuschlagen, ja. Zögern, Zug beenden. Jetzt ist eine wieder von denen drin. Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir eine von denen halt jetzt ausgeschaltet bekommen. Und am besten dann gleich noch eine zweite. Wird hart. So, du musst nämlich jetzt auch noch ausladen. Komm. Kriegst du doch hin, ohne noch einen Punkt auszugeben. Na komm schon. Na also. Gut. Braves Mädchen. So, und du kommst auch hoffentlich noch da drüben mit. Ja, genau, in den Kampf mit hinein. Ach komm, jetzt ver. Das ist der Hammer, wie die verfehlen hier gerade eben. Sigmas Macht machen wir jetzt nicht.
müssen jetzt hier Schmerzen bereiten. So. Immer noch eine Parierchance. So, und du räumst jetzt hier noch Dinge rein. Wie viel Platz ist noch? Ja, genau die Menge. Sehr gut. Gucken wir mal, ob wir da noch rankommen. Tu ihr weh, und zwar heftig. Und wenn wir die jetzt tot bekommen, haben wir schon mal was gewonnen. Sehr gut. Das war wichtig. Die da drüben ist jetzt natürlich verloren. Aber wir haben eine Heldin ausgeschaltet. A new round has started. Da kommt die nächste. Greift eine unserer Helden an. Oh, wie die zuschlagen, ey. Der Wahnsinn. Die hat zum Glück irgendwie nur einen Dolch. Das gibt der Gregorella nochmal so ein bisschen Zeit. Okay, Komet ist Sigma 85%. Nee, das bringt ja mehr. Die weicht einfach mal so aus, ist klar. Gut, Lana Sudenheim. Ja, die muss jetzt weg. Sonst hast du, glaube ich, nichts. Ja, Ausweichhaltung, verdammte Axt. Verfehlen war jetzt nicht so gut. Na, da hinten kommt immer noch eine. Komm ja jetzt nicht ran. Boah, wie weit die laufen kann. So, du gehst jetzt an die ran noch. Komm. Treffen. Sehr gut. Und Ausweichhaltung. So, du musst von der Seite. Ist ja gar nicht weit. Will ich da anstürmen? Nee, ich will nicht anstürmen. Wir müssen die jetzt einfach umnatzen. So viel zum Thema umnatzen. Ey, die Queen of daneben schlagen. So. Ran an den Speck. Wenn du jetzt nochmal triffst, dann bist du die Beste, die es gibt. Sehr gut. Wichtige Aktionen und so weiter. Ja, ein Streitkolben-Dolch nehmen wir einfach mal mit. Dann können wir nämlich jetzt der Gregorella eventuell helfen. Einfach nur durch Anwesenheit. Vielleicht verkackt ihr ihren Moralwert. Unwahrscheinlich, aber möglich. A new round has started. Natürlich nicht. Boah! Und natürlich, im richtigen Moment krittet die gleich zweimal. Shit. Ich mach mal, Moment, wir könnten da ja tatsächlich jetzt Komet des Sigma machen. Versuchen wir mal unser Glück. Wir verfehlen natürlich. Wie so ein Profi verfehlen wir. Na also. Ui. Das hat gerade mehrere betroffen. Hä? Wieso hat die keine Aktion mehr? Die jetzt hin. Ach, ich greife natürlich sie an, weil sie natürlich das leichtere Ziel ist. So. Aria Schlosser. Das ist das nächste auf unserer Liste, was weg muss.
So, komm. Jetzt verfehl mal ausnahmsweise nicht. Die Aria Schlosser muss nämlich weg. Und du kannst es bewerkstelligen. Du ganz allein. Naja, nicht ganz allein, aber... Du bist definitiv mit daran beteiligt. So, die steht wieder auf. Kann tatsächlich angreifen. Bin verwirrt. Trifft sogar. Sehr gut. So, ausweichen. Okay. Es ist momentan noch handelbar. Also, wenn wir jetzt die zwei wegbekommen... Oh Gott, da kommt schon die nächste. Wir müssen jetzt echt welche wegbekommen. Oh, die schafft schon wieder ihre Probe. Oh, bitte, verfehl beim nächsten Mal. Ah, sehr gut. Sie kann nicht ein zweites Mal zuschlagen. Hey. Yes. Was? Typ versteht so ein Crit einfach mal. Ist klar. Okay. Das ist auch gemeistert. Gucken wir mal, was sie dabei hatte, ne? Plündern. Wir nehmen Zeug mit. Kenn ich nix. So, du gehst jetzt da hoch. Hab schon gedacht, dass da eine Falle drauf ist. Ist mir aber egal. Ich will einfach nur, dass sie keinen Schaden mehr bekommt. Muss nicht sein. Ich bin der Meinung, wir sollten sie lösen. So, du gehst auch da hoch. Das ist Ablage B für zu viel bekloppte Damen. So, Zug beenden. Könnte. Ich wag was. So. Genau. Und jetzt mache ich nämlich was Aggressives. So. Hauptsache, wir haben Schaden gemacht. Den Schlag, den habe ich jetzt einfach mal riskiert. Das war gezockt, aber manchmal muss man zocken. Boah, die lebt noch. Jetzt nicht mehr, sehr gut. Jetzt sollte die Moral von denen im Keller sein. Oh Gott, die hat ja noch Moorstein. Scheibenkleister. So genau, und es muss natürlich eine noch da hoch. Das ist sie. Und macht jetzt hier zu, weil sie hat noch am meisten... Halt, Moment, sie hat noch am... Nein, sie hat noch am meisten Leben von denen, die da oben sich in Deckung bringen müssen. Denn die können ja immer noch ihren scheiß Moralwert schaffen, die Ladies da. Das ist ja alles momentan noch gar nicht in trockenen Tüchern. Dürfen wir nicht vergessen, das ist nicht in trockenen Tüchern. Komm, plünder noch was. Du kannst es tun. Kannst du noch nach hoch? Ja, Hauptsache, ihr steht da jetzt rum. Ausweichhaltung. Ich hoffe, die verkacken es jetzt einfach. Yes! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin so froh. Gut, wir haben jetzt nicht die zusätzliche Missionsbelohnung abgezogen, aber dafür wahnsinnig viel Moorstein rausgeholt. Okay, ich muss sagen, die Sigmar-Schwestern machen mir immer mehr Spaß. Mit denen kann man auch richtig gut taktisch spielen. Naja, zumindest gegen andere Sigmars-Schwestern. So, dann freue ich mich doch mal auf den ein oder anderen Level-Up vielleicht. Nice progress. Genau. Knutilla hat nämlich Level 2, hat 2 Zauberspruchpunkte, 2 Fertigkeitspunkte und einen Punkt zu Kampfwerten. Ja, da gehen wir auf Genauigkeit, das haben wir schon diskutiert. Oswaldine hat eine leichte Verletzung, Erholungszeit 2 Tage. Das, ja, ah, das ist diese Scheiße mit den 2 Crits, die sie kassiert hat. Unangenehm. Aber ist auf einem guten Weg Richtung Level 3. Gut, die anderen werden sie jetzt dadurch jetzt natürlich einholen. Die putzige Rolandine wiederum. Ja, die ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber sie braucht definitiv noch ein bisschen... Ja, man muss sie noch mal ein bisschen irgendwie entwickeln. Sie ist ja ganz frisch.
Die Gregorella Knauser ist auch kurz davor aufzuleveln. Schön, schön. Genauso wie Siegbertha. Jo. Erhaltene Gegenstände. Ui, oh, guckt euch das mal an. 30 und 35, boah, 65, 73 Morstein, wenn ich hier richtig zähle. Warum bekomme ich eine Warpsteinpistole? Was soll denn der Quatsch? Kann ich nicht mal irgendwas Sinnvolles bekommen? Bei den anderen, bei den Skaven bekam ich dann irgendwie immer blaue Hämmer, ne? Die können die wiederum nicht benutzen. Ich habe so das Gefühl, du bekommst immer sozusagen erstmal, oder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit erstmal nur Zeug, das du nicht erstmal nicht brauchen kannst. So. Ich habe noch eine Heilung zu machen. Und dann natürlich Level Up. Ja, genau. Wir sagen Genauigkeit. Und bei dir hier. Ich glaube, da gehen wir jetzt auch mal auf Zähigkeit, oder? Wobei, nee, die ist ja eigentlich eher. Die muss ausweichen, damit sie überhaupt eine Chance hat. Ja, wir gehen mal auf Gewandtheit. Und. Zwar Intelligenz nochmal von der Fähigkeit. Können wir es ja leider nicht sehen, weil sie verletzt ist. Wir können es nicht mal angucken. Das finde ich ziemlich bescheuert, dass man es nicht mal angucken kann. Ja, ich gehe trotzdem mal auf Intelligenz, weil ich vielleicht Intelligenz 9 haben will. Zum Beispiel vielleicht auch für Taktik. Genau. Dich bringen wir jetzt hier auf Stärke 6. Das ist schon mal kein Fehler. Hier ist nichts passiert. Und. Ja, Aufmerksamkeit. Bei denen ist es eh egal, weil die eh nichts auf Level 2 von den Fähigkeiten auf Meisterschaft bringen können. Gut. 73 Morsteine in einem einzigen Durchlauf. Das ist echt krass. Da bin ich jetzt extrem zufrieden damit. So, jetzt haben wir drei Ladies, die jetzt jeweils zwei Tage brauchen, um wieder auf die Beine zu kommen. Es ist ein Traum. Das ist echt ein Traum. Okay. Dann schauen wir nochmal ganz, ganz kurz mal in den Laden. Wird aber nichts da sein. Nee. Schmugglerlager. Müssen wir abwarten, was passiert, wenn bis es hier ankommt. Ob dann... Ja, ob das für uns dann irgendwie was bringt. Ne? Können wir jetzt momentan nicht sagen. Wir gehen in den nächsten Tag, liebe Leute. Denn wir haben auch nicht genug Geld, um noch irgendwas zu lernen. New hired swords are available. Neue Söldner sind da und Bertha Bestraufrung hat eure Lieferung erhalten und euch im Gegenzug bezahlt. Cool, 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 cool. Schmugglerlager. Also haben wir 7 Punkte jetzt. Bin ich natürlich erpicht darauf, hier auch mal ein Level abzumachen. Bei denen hier. Mal gucken, wie viel bringt es nochmal? Nicht so viel. Ja. Gut, wir haben alles wieder ausgegeben, aber wir sind kurz davor, einen weiteren Rufpunkt zu bekommen. Rosenkränze. Ja, so viel dazu. Wir gucken uns trotzdem mal ganz, ganz kurz nochmal die Söldner an, die zur Verfügung stehen. Ja. Das Problem ist halt, ich habe halt auch immer so das Gefühl, die sind halt das Geld dann halt doch irgendwie nicht wert. Auch wenn sie Level 4 sind, aber irgendwie finde ich, nee, die sind das Geld nicht wert, weil die heben zu sehr den Wert der Kriegsbande an. Und das hat letzten Endes unterm Strich halt dann doch mehr Nachteile als Vorteile, weil dann die normalen Kämpfer und Helden halt dann halt einfach zu schwach sind. So, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier in Mordheim City of the Damned. Tschüss und Ade.